Hamburg Central Station. Exit to the left in the direction of travel. This train terminates there. Jetzt sind wir in Duisburg. Was musst du? Du musst mal Cola. Ich muss picken. Komm on, er macht die Tunnel. Oh, da. Nee. Da sind voll die Kacktücher. Tampon. Tampon? Kann ganz gefährlich enden, ne? Also ich benutze keine mehr. Ja, beinahe portiert und so, ne? Ja. Und ich zu den 10% der Frauen gehört, die da im Wirkstoff nicht abkönnen, dann ist vorbei, denn das ist kacke. Hallo, hallo. Ist das jemand anders, der lebt? Ja. Ich wollte mich auf jeden Fall mal zu Wort melden. Diese Schuhe sind so empfehlenswert, die sind so schön. Neu. Also wir wollten uns natürlich mal zum Wort melden. Es geht nach Köln. Genau, was wollen wir in Köln machen? Wir wollen einmal zu FIBO, denn dachten wir so, wir nehmen dann gleich ein bisschen ja, Wellness mit. Dennoch so Tiere in Gefangenschaft gucken, richtig geil. Und dann noch irgendwie so Drehangel. Ja, Sightseeing. Schwulenbar. In die Mumu. Das ist schön. Ja, dann fahren wir doch hoch. Kein Messer. Wir fahren noch auf die Brücke. Ja. Ja, tut mir. Ja. 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 Danke. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind in Köln angekommen. Kölner Allee. Ja. Nach, weiß ich nicht, 7 Stunden fahren. Vor. Ah, 6,5 und 30 Minuten Umschichtzeit. Ja. Haben wir es jetzt auch endlich mal geschafft. Ja, auf jeden Fall ist es so 1 Uhr jetzt. Hier regnet es gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Ich werde nass. Ja, wir laufen jetzt zum Hotelzimmer. Chillen einen Moment. Und dann geht's los. Dann geht's noch eine shoppen. Genau. Und so. Dann will ich ein paar Bilder machen. Ja, und den Tag einfach nur genießen. Ach ja, und eins möchte ich festhalten. Wenn wir noch nicht alleine unterwegs sind, wir verlaufen uns nie. Aber wirklich? Wenn wir dich nie Resi mit haben oder Marcel dich in Hamburg, dann läuft alles schief. Ja. Es liegt nicht an uns, es liegt an denen. So, okay. So ernst gemeint war das. Nein, war doch schon. Ich hab euch lieb. Are you ready? Jo. Nein. Oh wei. Das hat doch keine Küche. Mikey, was hast du denn da Schnuckliges gebucht? Gute Frage. Guck mal, das erste so. Aber die Matratze ist, glaube ich, gut. Warum stellen die das dann so doof hin? Keine Ahnung. Ja, Leute, ne? Das ist alles vom Zimmer. Ja, gut. Ja, okay. Sollen wir andere. Oh, Schränke.
Ich glaube, die nutzen wir für die Taschen, ne? Ja, ich glaube auch. Ah, geil! Wasserkocher! Ja. Kaffeefilter. Ich meine, die wollen mit Küche. Aber guck mal, Fernseher in Bettrichtung. Aber guck mal, was für ein. Alter, sogar. Okay, guck mal, da oben ist noch eine Bettdecke. Ja, okay. Okay, soll da oben jemand schlafen? Die Frage ist, wer schläft? Alter, den Müll. Ja, okay, ne? Was denn? Also, ich will ja nicht wissen, was das hier ist. Ist das ein Fussel? Ach ja, meine Fuß gegen treten. Ah, nee, ich glaube, das ist eine Abschürfung, ja. Okay. Das warten wir ja noch nie. Ist echt so, das ist eins der kleinsten. Da geht gerade so die Tür hier auf. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Komm. Okay. On the road again. Das wird ein bisschen enger. Obwohl wir uns ja ein bisschen an Enge gewöhnen werden müssen. Ich gerade eben aufbauen, fertig machen. So, Achtung, ich komme aus dem Badezimmer. Ja, ich stehe sowieso gerade woanders. Ein Stück weiter. Gut. In der Ecke haben wir uns verkrochen. Und es pisst immer noch. Seine Größe, das letzte Teil und zufällig reduziert für 5 Euro. Von 25. Wie geht nicht? Da ist kein Ausgang. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hey, wie geht nicht? Also, da bewertest du dich schon so richtig nach deiner eigenen Meinung, um ein gratis Getränk zu kriegen. Ja, das und dann. Dumm, ey. Ja, geht nicht. Hm. So, du gehst jetzt hier raus. Hä? Da können wir doch eigentlich nicht. Nein, raus. Nein, ich hab gefunden, wir müssen hier vorne raus. Wir sehen. Leck mal schön. So, Richtung. Richtung. Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da lenkt. Mal gucken mal. Wo sollen wir lagen? Wo ist das? Ist ein bisschen entfernt. Ja, es sagt Google. Und in Wirklichkeit sind wir in 10 Minuten da. 23. Ja, okay, fast. Aber da links. Echt? Ja, er geht einfach, er sagt gar nichts. Ich stehe da und warte auf eine Aufforderung. Ja, also wie man sehen kann, das Wetter in Köln ist nicht besonders schön. Guck mal, nur rote. Nach Osten, also Schildergasse sind wir gerade. Doch da. Wie war das? Wir verlaufen uns nie. Tatsächlich, wir sind voll überfordert und so. Weil in jedem Geschäft, wo wir sind, rieche ich meine Füße. Das verstehe ich mir selber. Gleich in ein kleines Zimmer. Ja. Du wischst dir erstmal die Füße. Ich vielleicht auch. Da ist er, der Du. Und er natürlich hier am Foto machen. Es plätschert! Du hast ja deine Lederschuhe an, ne? Traust du dich da durchzulaufen? Dazwischen? Ja. Ja. Ah ne, das spritzt ja, wenn meine Hose. Also drauf. Woo! Come baby! Come back to me! Woo! Du geiler Magadu!
Ja. Nein, schon. Oh, Nee, ich glaube, die sind auch so, gehen dann irgendwann hoch. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, guck mal, die sind geil, die Schuhe an. Hab keine, lass die Füße. War das Snatch? Snatch? Ja, das war ein Snatch. Was auch immer Snatch bedeutet. Snatch, oh, das war geil. War das geil? Wenn ja, gib dem Video einen Daumen nach oben. Also dann okay. Daumen. Hä? Warum trage ich jetzt wieder beide Tüten? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich trage nur eine. Ja. Wie er in die Tüte guckt und kontrolliert, ob die eventuell schwerer geworden ist.